Herzlich willkommen im Open Doors Gebetshaus für verfolgte Christen. Danke, dass du heute dabei bist, wenn wir an die Christen in Kuwait denken. Denken oder auch beten. Manchmal ist es ja so, wenn ich mich zum Beispiel schwach fühle und du mir sagst, weißt du was, heute denke ich ganz doll an dich. Dann fühle ich mich wirklich gleich schon besser, weil ich weiß, du stehst hinter mir, du bist für mich, du bist einfach da und du denkst an mich. Wenn du aber sagst, ich bete für dich, dann ist es eine ganz andere Stärke plötzlich. Dann sagst du nämlich, ich kenne meine Begrenzung, ich kann an dich denken, aber ich kenne eine noch viel höhere Kraft. Ich kenne den Schöpfer des Himmels und der Erde und ich werde ihn für dich bitten, dass er dir neue Kraft schenkt. Und weißt du, mit der Kraft ist es manchmal nicht so weit her als Christ, wenn man in einem Verfolgungsland lebt, in einem Land, in dem man verfolgt wird, nur weil man an Jesus Christus glaubt. Und Kuwait ist genau so ein Land. Und wir schauen gerade mal zusammen eine Bibelstelle an, die das ziemlich gut beschreibt, was Gott in so einer Situation macht. Diese Bibelstelle steht in der Offenbarung 3,8. Und dort heißt es, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Und darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Und wenn ich das lese, dann wird mir schon ganz warm, weil ich sehe, wie Gott sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und wenn wir jetzt an unsere verfolgten Geschwister in Kuwait denken und daran denken, dass wenn wir für sie beten, dass wir wissen, dass Gott sagt, ich weiß, wie ihr dort lebt, ich weiß, was ihr tut, dann stellt sich bei mir etwas ein, wo ich mir sage, sicherer kann ich eigentlich gar nicht mehr sein. Wenn wir beten, dann weiß ich, Gott sieht sie und Gott weiß, was sie tun. Und Gott sagt dazu noch, ich weiß, ihr habt wenig Kraft, aber ich schaue nicht auf eure Kraft, ich schaue auf ganz andere Qualitäten. Ich schaue darauf, dass ihr dort in Kuwait, dass ihr euch nach meinem Wort gerichtet habt und dass ihr euch unerschrocken zu meinem Namen stellt. Und deshalb habe ich eine Tür vor euch geöffnet, die überhaupt gar niemand mehr zuschließen kann. Und wenn wir heute für unsere Geschwister in Kuwait beten, dann lasst uns genau das im Kopf haben. Dann lasst uns im Kopf haben, Gott weiß. Gott weiß, wie es ihnen geht. Gott schaut auf andere Qualitäten, nämlich, dass sie sich zu seinem Namen bekennen. Und Gott stößt eine Tür auf für die Christen in Kuwait, sodass sie eine Tür, einen offenen Weg finden, den überhaupt kein Mensch mehr, kein Regime, keine Macht dieser Welt mehr zuschließen kann. Womit haben wir es denn in Kuwait überhaupt zu tun? Kuwait ist so ein ganz kleines Emirat in Arabien und es ist ein sehr, sehr reiches Land. Durch Erdöl, durch Erdgas gibt es viele Milliardäre und Kuwait kann sich an dieser Front wirklich sehen lassen. Es ist sogar eigentlich auch ein bisschen moderat in dem Sinn, dass es nicht so sehr auffallen möchte, was die Menschenrechte angeht oder Menschenrechtsverletzungen angeht. Allerdings in den letzten Jahren scheint sich das Blatt zu wenden. Wir haben gesehen, dass Extremisten, dass Kuwaiter gegangen sind nach Syrien oder auch in den Irak und dort für den IS, für den Islamischen Staat gekämpft haben. Und sie kommen zurück und wollen immer mehr diese islamische Signatur, diese islamische Handschrift in diesem Land platzieren und sie wollen auf gar keinen Fall Christen in diesem Land haben. Wenn wir mal betrachten, wie das Land aufgeteilt ist, dann sehen wir bei 4,3 Millionen Einwohnern, dass fast 83% Muslime sind und immerhin fast 12% Christen. Allerdings sind die meisten von ihnen Arbeitsmigranten und nur etwa knapp 300 sind Kuwaiter, die als Muslime aufgewachsen sind und sich irgendwann einmal zu Jesus bekehrt haben. Das macht die Sache sehr prekär, denn besonders sie sind in Gefahr und das werden wir uns gleich mal betrachten. Zunächst aber möchte ich die ausländischen Arbeitsmigranten mal ins Visier nehmen, weil es von ihnen so dermaßen viele in Kuwait gibt. Ich möchte euch zwei beispielhafte Geschichten erzählen,
Die eine ist von Ephren. Ephren lebt in einem anderen Land und er kann seine Familie überhaupt nicht mehr ernähren. Er sieht einfach keine wirtschaftliche Perspektive mehr und er sagt sich, um diese Familie zu ernähren, muss ich in ein Land gehen, in dem es mehr gibt, damit ich von diesem Land aus meine Familie ernähren kann, ihr Geld schicken kann. Und er entscheidet sich, nach Kuwait zu gehen. Er ist Christ, er kommt in diesem Land an und es erwartet ihn der absolute Horror. Ein Albtraum. Er arbeitet auf der Baustelle, auf einer Baustelle, auf der die Menschen, die Arbeitsmigranten, eigentlich wie Sklaven gehalten werden. Er muss unentwegt arbeiten und manchmal sieht er seinen Lohn, manchmal bekommt er aber auch gar nichts. Dazu kommt die Art der Übernachtung und des Hausens. Er haust quasi auf der nackten Baustelle, auf dem nackten Beton und er schläft auf der Treppe des Baus, den er hilft mit zu errichten. Er findet sich als Sklave unter vielen Sklaven. Das einzig Gute ist, dass Ephren nicht allein ist. Es gibt viele Christen auf dieser Baustelle und sie versuchen, sich heimlich zu treffen und sie versuchen, zusammen Jesus anzubeten. Und das ist die Stärke, die er dort findet. Sein Chef braucht keine Angst zu haben, dass er auffliegt, dass er entdeckt wird. Es wird niemand sprechen, denn jeder will seinen Arbeitsplatz behalten. Eine andere Geschichte ist die von Tala. Tala ist alleinerziehende Mutter auf den Philippinen und sie weiß nicht, wie sie ihre Kinder satt bekommen soll. Sie trennt sich schweren Herzens von ihnen. Sie gibt ihre Kinder in ihre weitere Familie. Eine Tante passt auf diese Kinder auf und erzieht sie, während Tala mit Schmerzen nach Kuwait zieht. Eine Mutter will bei ihren Kindern sein. Zunächst lässt sich eigentlich alles ganz gut an. Tala fängt an in einem sehr reichen kuwaitischen Haushalt. Doch eines Tages beginnt der Horror. Der Mann des Hauses entdeckt, dass Tala eine Kette mit einem Kreuz um den Hals trägt und ab da beginnt er sie zu verfolgen. Er legt ihr sämtliche Steine in den Weg, die man sich nur erdenken kann. Er stellt ihr nach, er beleidigt sie, er diskriminiert sie. Und eines Tages zieht er sie in sein Schlafzimmer und vergewaltigt sie. Bei dem einen Mal soll es nicht bleiben. Wieder und wieder wird sie unterdrückt. Und ihr Chef, der Hausherr, weiß, Tala wird schweigen, denn sie muss ihre Arbeitsstelle behalten. Lass uns beten für die Arbeitsmigranten in Kuwait, dass sie ein anderes Auskommen haben, dass sie ein ganz anderes Leben haben.
Herr Jesus Christus, wir bitten dich jetzt für die Christen in Kuwait, die aus anderem Hintergrund kommen, die einfach so fern der Heimat leben müssen und all diese Sachen über sich ergehen lassen müssen. Wir bitten dich für sie, dass du ihnen jetzt beistehst, dass du jetzt bei ihnen bist und dass du ihr Anker bist. Dass du ihre kleine Kraft siehst und dass du ihre Kraft verdoppelst und verdreifachst, dass du diese Tür vor ihnen öffnest, dass du sagst, geht durch, ich mache die Tür für euch weit auf. Ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Jesus, wir bitten dich, dass du jedem Einzelnen, den du bei Namen kennst, jetzt hilfst, aufhilfst, dass es weitergeht für sie. Dass sie eines Tages sagen können, ich war gerne in Kuwait, der Herr hat mir geholfen. Amen. In Deutschland ist es Ansichtssache. Wenn du Christ bist, ob du Moslem bist, ob du keine Ahnung welcher Religion angehörst, es ist einfach deine Sache, letzten Endes. In Kuwait ist es anders. Wenn du dich als Muslim abwendest von deinem Glauben, dann bist du abtrünnig. Dann gehörst du ausgestoßen, denn du hast die Ehre des Volkes verraten. Du hast die Ehre verletzt, du bist einfach nicht mehr zugehörig. Und wenn man sich das einmal vorstellt, was es bedeutet, sich in so einer Situation zu Jesus zu bekennen, dann weiß man, was dieser Vers bedeutet, wenn es heißt, aber du hast dich zu mir bekannt und deshalb will ich diese Tür aufstoßen. Familie, Clan, Behörden, islamistische Extremisten, sie alle werden dafür sorgen, dass du zurückkommst. Wenn du die ersten Anzeichen zeigst, dass du als Christ leben willst, wird man dich bedrängen, sich immer wieder um dich scharen, zu sagen, komm zurück zum Islam. Lass uns gleich dafür beten, dass das nicht passiert, dass Menschen, die Christen sind, einfach andere Möglichkeiten finden, sich auszudrücken. Männer werden schnell von der Polizei überwacht, verfolgt und sie verlieren ihren Status. Frauen verlieren ihr Recht auf ihre Kinder. Sie werden eingesperrt, sie werden vielleicht mit einem extremistischen Muslim verheiratet. Es sind einfach ganz andere Konsequenzen, sodass in Kuwait es oft dazu kommt, dass wenn sich jemand vom Islam weg bekehrt hin zu Jesus, dass er sofort des Landes flieht. Lass uns um viel Weisheit bitten für die Christen, die konvertiert haben vom Islam. Jesus, danke, dass du in Kuwait bei denen die Wurzeln im Islam locker sitzen,
dich offenbarst und dich zeigst, dass du direkt zu Menschen sprichst und sie zu deinem Herzen hinziehst. Und wenn jemand so ins Überlegen kommt und sich denkt, soll ich Christ werden oder nicht, dann bitten wir dich jetzt zusammen, dass du diese Furcht wegnimmst und auch dieses Zögern, auch dieses Kleingehaltene wegnimmst, dass du einfach unseren Geschwistern hilfst, die Geschwister von uns werden gerade, dass sie Entscheidungen treffen können, auch wenn sie wissen, dass die richtig weitreichend sein können. Wenn sich gerade jemand überlegt, in Kuwait Christ zu werden, dann bitte hilf ihm bei diesen Entscheidungen. Wenn er denkt, aber dann werde ich aus der Familie ausgewiesen, dann gib du ihm bitte eine Antwort. Oder wenn sich eine Frau bereits bekehrt hat und weiß, sie wird vielleicht nie wieder ihre Kinder sehen, wenn sie nur dir nachfolgt, dann gib du ihr bitte die Antwort ins Herz. Herr, wir können uns das hier in unserer Sicherheit überhaupt nicht vorstellen, aber du weißt alles, du kennst alle Dinge. Und deshalb bitten wir dich, sei du bei ihnen. Wer in Kuwait geboren wird, ist mit seiner Geburt auch gleich muslimischer Staatsbürger. Und in Kuwait dürfen auch ausschließlich islamische Ehen geschlossen werden. Es gibt es nicht, dass eine Christin einen Muslim heiratet. Es gibt es einfach nicht. Es wird nicht anerkannt. Es würde gar nicht stattfinden. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, es heiraten zwei Muslime und der Mann lernt durch irgendeinen Umstand Jesus kennen. Und innerlich beginnt in ihm der Kampf zu toben. Sag ich es meiner Frau oder nicht? Und es gibt viele solcher Ehepaare, die bis an ihr Lebensende dem anderen nicht sagen, dass sie Christen geworden sind. Das ist mal die eine Sache, in einer Ehe zu leben, in der der andere nicht das Innerste wissen darf, das mich erfüllt. Aber ein anderes Kapitel ist dann auch die Kindererziehung. Wie kann der Mann in diesem Fall sein Kind anfangen, nach christlichen Werten zu erziehen, wenn die Frau Muslimin durch und durch ist? Es ist ein schwieriges Unterfangen, denn auch das Kind wird sich ja unter dieser Lehre verändern. Wenn es Jesus kennenlernt, wird es anfangen, über Jesus zu sprechen. Es sind gefährliche Situationen, die dort geschehen. Es sind Probleme, die den Alltag prägen. Es sind Probleme, die innerlich Menschen zerbrechen lassen können. Und wenn wir jetzt beten, dann lass uns dafür beten, dass Kinder in Familien, in denen es christliche Ehepartner gibt, aufgefangen werden von Jesus, dass er ihnen im Traum erscheint, dass er sie direkt zu sich zieht und dass er erklärt, wer er ist, direkt in das Herz der Kinder.
Herr Jesus, du allein weißt, mit wie viel Intensität Kinder in Kuwait schon zum islamischen Glauben hingezogen werden, wie ihnen schon von kleinst auf dieser Glaube an Allah beigebracht wird. Wir beten für all die Familien, in denen irgendwo eine Christin, ein Christ ist, der beteiligt ist an der Erziehung dieser Kinder, dass du ein Wunder vollbringst und wie eine Enklave schaffst, wie einen behüteten Ort schaffst, der geeignet dazu ist, dass Kinder von dir etwas erfahren können. Herr, du kannst viel Fantasie in das Leben der Eltern schenken, dass sie ihre Kinder nach deinen Maßstäben erziehen. Subtil, aber nachhaltig. Jesus, bitte komm und erkläre du diesen Kindern direkt, wer du bist. In ihrer Sprache, in ihrer Kultur. Wir danken dir, Jesus, dass du das tust. Amen. Zum Schluss möchte ich noch einmal diesen Vers vorlesen aus Offenbarung 3, 8. Denn er gilt für uns alle, und das ist das Schöne, für jeden Christen weltweit. Gott sagt zu uns allen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß es. Und du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Und darum habe ich vor dir eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Danke, dass du heute dabei warst. Und wenn du magst, dann bete doch in dieser Woche für jeden Christen auf dieser Welt, aber besonders für die Christen in Kuwait, für unsere Brüder und für unsere Schwestern, dass Gott diese Tür vor ihnen öffnet, die niemand wieder schließen kann. Wo Gott etwas öffnet, da ist es offen. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen: www.opendoors.de/magazin.